Ja, hallihallo. Ich kann schon mal direkt vorwegnehmen, also es ist egal, wo ihr heute sitzt, also ob ihr jetzt so an der Seite sitzt oder hinten oder hier. Es gibt jetzt keinen Winkel, so aus dem ihr meinen Auftritt gucken könnt, aus dem meine generelle Kopfform irgendeinen Sinn ergibt. Das muss man einfach so... Ja. Ja, meine Freundin hat mir neulich was erzählt, die hatte einen in der Familie, das fand ich krass, die hatte einen in der Familie, die ist 104 Jahre alt geworden. Das fand ich schon beeindruckend, das schafft nicht jeder. Das ist auch nur ein Versuch, also das ist so, wenn du mehr hättest, wäre easy, dann müsstest du nur lang genug warten, so. Aber die war halt 104 und die hatte in ihrem Alter noch einen Organspendeausweis. Und da wird's ja spannend, ne? Weil so ein Organspendeausweis ist natürlich eine echt soziale, korrekte Sache. Aber mit 104 Jahre alten Organen bin ich mir nicht mehr sicher, wie viel du noch mithilfst. Also so, oder ist das schon Sabotage? Weil ich hätte da eine Angst vor, wenn ich so ins Krankenhaus komme, ich bin jetzt 24 und ich brauche so ein neues Herz oder so und das einzige Herz, was sie da haben, ist so ein 104 Jahre altes neues Herz. Dann checkst du auch zweimal gegen mit dem Arzt. So, ne? So, Entschuldigung, ist alles gut mit meinem neuen Herz? Und der Arzt ist nur so... Also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Also sie haben ein neues Herz. Sie brauchen sofort ein neues Herz. Ich habe auch mal gelesen, es können auch falsche Informationen sein, aber ich werde die jetzt verbreiten. Ich habe mal gelesen, die haben das irgendwie gepackt, so Schweineorgane im Menschen so als Ersatzorgane zu benutzen. Und die waren auch so gesund und so, aber denen sind schon so kleine Eigenheiten aufgefallen, ne? So kleine schweinische Eigenheiten. So. Kennt ihr das, wenn Leute lachen und die machen so... so und dann... Da hätte ich halt Angst vor, wenn ich so Rentnerorgane eingepflanzt kriege. Ich will da nicht aufstehen aus dem Krankenhausbett, so, nee. Und dann gucke ich so aus dem Fenster, ja, der parkt falsch, der parkt falsch. Und dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe After Eight. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. So. Ja. Wie gesagt, er hat es ja schon erwähnt, ich komme vom Bauernhof eigentlich. Ich komme so richtig vom Dorf. Und ich wohne jetzt in Hamburg und das ist natürlich ein krasser Kontrast. Ne? Also jetzt, wenn ich in Hamburg aus der Tür rauskomme, so, Kriminalität ist so die ganze Zeit um mich rum. Das ist so eine Konstante. Es sind überall Drogendealer, verrückte Leute, es ist immer da. Also am meisten halt in der Bahn, das ist ja irgendwie der Hotspot. Weil ich beobachte immer so eine Situation, ich bin so oft in der Bahn und manchmal ist dann so, okay, es steigt jemand ein und ich sehe, der ist komplett wahnsinnig. So. Und dann gibt es so einen Moment, da sammle ich meinen Mut und treffe so eine Entscheidung, nämlich alles klar, das ist jetzt sein Waggon. Guck mich nicht an, lass mich in Ruhe. So, beim letzten Mal war das so ein Typ, der hatte so eine Sonnenbrille auf und der hat sich crazy bewegt und so und hat sich sofort vor mich gesetzt und hat auch sofort den Smalltalk geskippt, was ich an sich immer sympathisch finde. Er ist sofort eingestiegen mit, warst du schon mal im Knast? Und ich so, nee. Und er so, ich war schon mal im Knast. Warum? Und dann hat er aus dem Fenster geguckt und meinte nur so. Und ich weiß nicht, was eure Menschenkenntnis so sagt, aber meine sagt mir, das ist immer gar kein gutes Zeichen, wenn du halt jemanden was fragst und der antwortet in einem Geräusch. Aber das ist vielleicht auch nur so ein Ding von mir. Und dann guckte er mich wieder an und meinte so, bewaffneter Raub. Ich bin in Karstadt rein mit einer Bazooka. Und ich so, als ob. Und er so, ja, war gelogen. Ich habe 3 Hosen geklaut, es gab Sozialstunden. Aber ich war mal im Knast wegen was anderem. Und dann war ich schon so im Gespräch und dann war ich so, ja, okay, warum warst du im Knast? Und dann hat er sich so zu mir rübergelehnt und meinte so, ich habe Oliver Winkelmann umgebracht. Und dann ist die Stimmung gekippt. Bei mir hauptsächlich. Weil ich wusste, okay, das ist jetzt vor mir ein verurteilter Mörder. Vor mir in der Bahn.
Und ich wusste nicht, wer Oliver Winkelmann ist. Und er hat es echt so gesagt, als müsste ich wissen, wer Oliver Winkelmann ist. Und dann habe ich nachgefragt, wer ist Oliver Winkelmann? Und dann hat er seine Sonnenbrille ausgezogen und meinte, ich bin jetzt Oliver Winkelmann. Und ich will auch gar nicht auf seine Herkunft eingehen oder so, aber er war auf jeden Fall nicht Oliver Winkelmann. Also das, ich konnte das sehen von außen. Und dann ist er gegangen und ich habe sofort gegoogelt, so Oliver Winkelmann Mord, Oliver Winkelmann tot, Oliver Winkelmann vermisst, Fragezeichen. Und das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Dr. Oliver Winkelmann, der hat eine Zahnarztpraxis in Essen und die war geschlossen. Und das muss wirklich nichts miteinander zu tun haben, ne? aber kann. Ich fände es aber faul von ihm. Ne? Also versteht ihr, wenn ihr so sagt, so ich bin jetzt Oliver Winkelmann, dann geht den Weg auch zu Ende. Also dann zieh den Kittel an, mach die Praxis auf. Du hast jetzt Pflichten. Das war's von mir, mein Name ist Jörg Tiede. Ciao. Vielen Dank. Alles klar, danke fürs Zusehen. Einmal hier gibt's noch Videos von anderen Künstlern. Hier könnt ihr abonnieren. Und hier oben, falls ihr Bock habt, könnt ihr einmal die ganze Show in der ARD Mediathek gucken. Viel Spaß.